This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video wollte ich heute mal kurz darauf eingehen, was ich so von Chemtrails halt, Illuminati und auch auf Parasiten denke. So, und zwar von einem ganz anderen Standpunkt aus möchte ich da mal ein bisschen drauf eingehen. Ich möchte in dem Video gar nicht darüber reden, ob es das gibt oder nicht, sondern was das mit deinem Leben zu tun hat. So, ein Problem, denke ich, dass viele mit diesen ganzen Themen haben, die ich gerade zum Beispiel aufgezählt habe, ist, dass sie sich angstgesteuert damit beschäftigen. Viele lesen, hören von Chemtrails und haben dann irgendwie Angst und steigern sich da sehr rein. Genauso mit anderen Verschwörungstheorien. So. Und bei Parasiten halte ich es genauso für nicht sinnvoll. Darmparasiten, wenn man auf dieses Thema Ernährung eingeht, wenn man da angstgesteuert handelt, wenn man sich da nur durch die Angst fokussiert, bewegt und handelt. Also das ist eben das Erste. Diese Dinge lösen in vielen Angst aus. Und meiner Meinung nach sollte man nicht aus Angst handeln, sondern aus Liebe. Einfach diese zwei Gegensätze wieder erkennen und nach dem Herzen handeln, wirklich nach dem Positiven. Sich nicht von diesen negativen Dingen beeinflussen lassen. Das heißt nicht, dass man all solche Dinge ignorieren sollte. Aber der zweite Punkt ist eben, dass du dir darüber klar werden solltest, kannst du dir sicher sein, dass es so ist. Was zum Beispiel Chemtrails angeht. Weißt du, ob es Chemtrails gibt? Kannst du dir sicher sein, dass es die gibt? Ja oder nein? Und dann noch viel wichtiger ist auch, was hat es mit deinem Leben zu tun? Überleg mal, blockiert dich das eher, mit solchen Dingen zu beschäftigen? Schimpfst du auf solche Dinge? Ziehen die dich runter? Lähmen die dich? Das sind nur mal so Fragen, die du dir stellen solltest, wenn du dich mit solchen Dingen beschäftigst. Ich sage nicht, dass es verkehrt ist, sich mit sowas zu beschäftigen. Das kann man aus Interesse machen. Aber das Problem ist, wenn man sich da reinsteigert und dann durch Angst handelt, und sich dadurch blockieren lässt. Und deswegen solltest du dich halt wirklich fragen, ist das überhaupt wichtig für dich? Abgesehen eben von dem Punkt, dass du nicht weißt, ob das stimmt oder nicht, was hätte das für einen Einfluss eben auf dein Leben? Was hat das mit deinem Leben zu tun? Was würde das an deinem Leben ändern, wenn da oben im Himmel Chemtrails sind? Bringt es was, andere von sowas überzeugen zu wollen? Lassen sich die Leute dann durch sowas überzeugen? Und kannst du dir wirklich als sicher sein, ob es sowas überhaupt gibt? Und wenn? Normalerweise, also ich muss sagen, auf mein Leben hat es keinen Einfluss, ob es sowas gibt. Ob da oben jetzt irgendwelche Sachen gesprüht werden oder nicht. Ich kann nur meinen Teil tun. So. Und mich hält es eher dann ab von davon, wirklich den Dingen zu folgen, die meinem Herzen entsprechen. Und genauso bei Parasiten. Und da
aus dieser Angst heraus zu handeln, halte ich ja für nicht so sinnvoll. Zum einen, da ist irgendwas Böses, das man loswerden möchte. Es geht eher um eine Wandlung. Die äußeren Dinge, die sind oft nicht so sehr ausschlaggebend. Eigentlich solltest du dahin kommen, dass es egal ist, was im Äußeren ist. Du tust deinen Teil. Auch wenn jetzt hier irgendwo Gifte durch die Luft gesprüht werden. Was bringt es, wenn du dir die ganze Zeit einen Kopf drüber machst? Was bringt es, wenn du die ganze Zeit drüber nachdenkst? Das lähmt dich im Endeffekt nur. Also so die wichtigste Botschaft, die ich euch einfach in diesem Video mitgeben möchte, ist, dass du aus Liebe heraus handeln solltest, aus positiven Beweggründen, aus dem, was dich erfüllt und nicht aus Angst heraus handeln solltest. Und dass du dich immer fragen solltest, kannst du dir wirklich sicher sein? Wenn jeder mal auf der Welt einfach nur auf seine Erfahrung hören würde und nicht mehr darauf beharren würde, dass irgendetwas irgendwie ist, wo er gar nicht weiß. Deswegen gibt es diese ganzen religiösen Kriege und so weiter. Die ganzen Kriege auf der Welt sind eigentlich nur Glaubenskriege, Recht haben, Kriege. Menschen, die eins sagen, hey, du kommst in die Hölle, wenn du das und jenes machst. Der andere sagt, hey, das darfst du nicht, das ist Sünde. Der andere sagt, das ist richtig, das ist falsch. Der andere glaubt an irgendwas nach dem Tod, wo er nie erfahren hat, wo er nicht weiß. Er glaubt daran. Das ist das Fatale. Wenn man einfach nur mal wieder auf seine Erfahrung hören würde, das, was man erfahren hat, und nicht auf irgendwas, wo man sich irgendwie erdacht hat mit seinem Verstand, wo man überhaupt nicht weiß, ob das wirklich so ist. Ja, und dann entstehen eben solche Kriege wie, mein, der hat jenes gemacht und sollte so und so sein. Und dann bekriegt man sich halt. Ja, wenn jeder mal einfach wieder darauf hören würde, was er wirklich erfahren hat, was er sicher sagen kann, gerade für diesen Moment, und keine Vermutungen anstellen würde, über das Leben nach dem Tod oder irgendwelche anderen Dinge. Beziehungsweise wenn, dann sollte er sich dem immer bewusst sein und sagen, hey, das ist das, wo ich denke, dass es so ist. Aber er sollte nicht sagen, ich weiß, dass es so sein wird. Und sich dem immer wirklich bewusst sein. Zu wissen, dass man nichts weiß. Ja, das wollte ich einfach nur mal loswerden. Kleiner Gedankenansatz. Nur so ein paar Fragen, wo man mal drüber nachdenken kann. Macht's gut, Leute. Ciao.